so weitergeht. Ah, hier hat es nochmal ein Tresor. Das war Nummer 20, 45, 12. 20, 45, 12, Enter. Nein, hier ist nicht der Standard. Hm? Keine Ahnung, hier kann ich nur raten. Hä? Wunderwaffen, Wunderwaffen unserer Nation im Kampf gegen das Reich, Falke, Einheiten. Also das sind sozusagen die Kampfeinheiten von dort. Aber wenn die jemand besiegt hat, scheint das irgendjemand Starkes zu sein. Ostflügelschlüssel nehmen. Ja, okay. Zumindest haben wir jetzt mal den Ostflügel. Verhörbericht. Subjekt Arbeiter Jen Wilhelm. Verstoß Schleich. Handelware im Schließfach. Ergebnis Geständnis. Strafe, kein Essen, 3 Zyklen. Subjekt, Arbeiterwohn, Michaela. Illegale Nutzung eines Radios, Ergebnis, Geständnis, Strafe, ISO, 2 Zyklen. Arbeiterwohn, Wolfgang. Illegale Nutzung eines Radios während des Verhörs, verschieden. Strafe, kein. Subjekt Arbeiter Hugo Franz, Verstoß Obszönität gegen den Staat, Ergebnis während des Verhörs, Bewusstsein verloren. Strafe doppelte Arbeitsschicht, 2 Zyklen. Arbeiter Huang Emily, Verstoß unbefugter Zutritt während des Verhörs, verschieden. Strafe kein. Also die haben da... Nein. Ziemlich heftige Strafen, hä? Also hier sehe ich sonst jetzt nichts, was ich noch machen könnte. Also das heißt, ich kann jetzt wenigstens in den Ostflügel hinein. Westflügel habe ich noch keinen Schlüssel. Ich gehe mal speichern. Ich weiß ja nicht, was mich jetzt erwartet. Aber irgendwas scheint da ziemlich mächtig Böses unterwegs zu sein. Die Kabine ist abgesperrt. Ist jemand drin? Reparaturflecken nehmen. Ja, okay.
Sollte mich jetzt interessieren, ob man das aufmachen kann oder nicht. Ja, ich gehe mal hier zuerst. Nochmal 3 Schuss. Reparaturspray nehmen. Okay, da kann man nichts lesen. Ich weiß nicht, kann man mit dem reden oder mit ihr? Nein. Man kann nicht reden mit dem. Es atmet? Fragezeichen. Also ich bin jetzt in der Küche. Verschlossen Mensa-Schlüssel benötigt. Wartungsformular R90. Datum der Wartungsanfrage. Vollständiger Protektor jeder anfragenden Einheit. Replika. Status Personal. Abteilung Küchenpersonal. Arbeiterquartiere. Objekt Raumkartografie. Anmerkung: Mein Kartenmodul ist immer noch defekt und zeigt keine Kartendaten an. Ich verlaufe mich ständig auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Ich muss den letzten Zyklus in einen Gang schlafen, weil ich den Weg zurück zum Personalaufzug nicht finden konnte. Bitte, ich komme hier nicht ohne eine Karte zurecht. März. Ich denke, so wie das aussieht, muss ich da wieder Waffengewalt anwenden. Ich versuche halt möglichst Munition zu sparen, da ich nicht weiß, Mensa-Schlüssel nehmen. Ja, okay. Schloss ist defekt. Okay, hier passiert nichts mehr. Das heißt, ich kann jetzt hier rechts rüber gehen. Ich schau mal auf die Karte, wie das da aussieht. Oh, Scheiße. Nein. Ja, was habe ich jetzt gehört? Ich habe mich vorhin verdrückt.
Also Elektroschocker habe ich jetzt keine mehr, oder? Nee. Ich scheine aber auch verletzt zu sein. Ich nehme mal so eine benutzen. Reparaturflecken genommen, ja. Okay. Dann zum Glück Munition nochmal. Das heißt, ich müsste jetzt 9 Schuss haben. Schuss insgesamt. Hier gibt es, glaube ich, nichts. Ja. Also da die Schmetterling-Box kann ich immer noch nicht öffnen. Den Tresor an der Wand auch nicht. Den Schlüssel habe ich auch nicht, den auch nicht. Das heißt, jetzt müsste ich hier irgendwo noch etwas finden. Einweg Elektroschocker ausrüsten. Westflügelschlüssel nehmen. Okay, das heißt, ich komme schon mal weiter jetzt. Bezüglich des Administrators. Arbeitsschichtcontroller an Nachtschichtcontroller. Aufgrund der jüngsten Ereignisse werden manche Sicherheitstechniker sowohl Arbeits- wie auch Nachtschichten übernehmen müssen. Betroffene Aufsehereinheiten, bla 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 bla. Betroffene Kontrollereinheiten, das lese ich jetzt nicht vor. Bis eine funktionierende Behandlung gefunden wird oder Verstärkung aus Heimat geschickt wird, müssen wir alle stark sein und unser Bestes tun, die Anlage sicher zu halten. Scheitern ist keine Option. Storch 7. Der heißt tatsächlich Storch zum Nachnamen, oder? Oder ist das der Grad von dem? Der Dienstgrad? Keine Ahnung. PS, behaltet die Administratoreneinheit im Auge. Seit dem Vorfall verhält er sich seltsamer als sonst. Ohne die Kommandantin, die ihn sonst den Zaum hält, sind wir auf Kolibri angewiesen. Dort steht noch Abstand halten. Ah, das ist ein Spiegel. Ah, die Person heißt Storchhanschen. Du siehst nicht so aus, als ob du hierher gehörst. Du bist doch eine Elster-Einheit, oder? Diese Anlage ist momentan im Lockdown. Du solltest nicht hier sein. Ich bin der Protector-Controller vom Dienst auf dieser Ebene. Ich weiß nicht, was du hier zu suchen hast. Aber wie du vermutlich sehen kannst, haben wir gerade größere Probleme.
Ich spreche die Person nochmal an. Wenn du die Kommandantin suchst, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Sie ist krank und alle anderen werden auch krank. Das ist so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Ich bin mir sicher, der Administrator weiß mehr, aber wer weiß, wo der gerade ist. Ich gehe da nicht raus, ich warte hier auf neue Befehle. Bis dahin gehe ich kein Risiko ein. Okay. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da mehrmals. Das wollte ich nicht. Okay, ich blute ziemlich. Eine Einwegsprühpistole zum Auffüllen von Beschädigungen mit expandierendem Schaum auf Polyrethanbasis stellt eine große Menge Gesundheit über Zeit wieder her. Okay, bei mir steht Warnung. Das heißt, ich bin nicht in einem guten Zustand. Nein, ich habe falsch gehört. Ich denke, das macht fast Sinn, wenn ich die benutze, oder? Bin ich jetzt vollständig geheilt oder nicht? Nee, immer noch nicht. Ich warte mal, ob es mir ein bisschen mehr Leben auffüllt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da überrascht werde. Okay, hier ist nichts. Zerteilter Schlüssel nehmen. Ein seltsamer rechteckiger Schlüssel mit einem Schmetterlingsflügelmuster sieht aus, als ob ein Teil fehlt. Ich weiß nicht, ob ich mal probieren soll, ob ich jetzt da den Tresor aufbekomme. Also ich habe noch 4 Schuss. Also mein Status bessert sich nicht. Ich bin immer noch bei Vorsicht. Das heißt, ich werde mir nochmal so ein Medikament reindrücken. Also da unten war der Westflügel. Schlüssel, wo ich brauche. Ich gehe jetzt mal in den westlichen Flügel. Hier war doch auch noch irgendwas mit dem Fahrstuhl, oder nicht? Protector ID einführen. Habe ich, glaube ich, nicht. Ha? Nein. Ich war gar nicht mehr sicher, wie das hieß. Auf jeden Fall kommen wir jetzt in den westlichen Flügel hinein.
Zugang Minenschacht A. Ich brauche einen Administratorenschlüssel, um diesen Fahrstuhl zu rufen. Unter Tagebauanlage S23. Was soll der Scheiß? Komm jetzt. Ich werde jetzt nochmal ein Medipack reinhauen. Aber munitionsmäßig sieht es, glaube ich, nicht mehr gut aus. He? Ich glaube, hier ohne Munition irgendwas zu machen, ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Kombiniere die zweimal. Immerhin habe ich jetzt wieder einen Elektroschocker. Ich frage mich gerade, ich gehe mal gerade da hinten durch. Also da unten links hat es jetzt noch eine Türe. Okay, das ist für nichts.